Hallo und herzlich willkommen zu unserem Basic-Video zum Thema Winkel. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick. Am Ende dieses Videos solltet ihr wissen, wie ein Winkel aussieht, aus welchen Teilen er besteht und was ein Winkelfeld ist. Doch bevor wir losstarten, wiederholen wir noch ganz kurz ein paar Begriffe, die ihr aus dem letzten Video schon kennen solltet. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten wird Strecke genannt. In unserem Fall nennen wir die Punkte A und B und unsere Strecke S. Wenn wir jetzt eine Seite der Strecke beliebig verlängern, wird das Ganze zu einem Strahl. Wenn wir die andere Seite auch noch beliebig verlängern, wird aus diesem Strahl eine Gerade. Die Frage, mit der wir uns nun beschäftigen wollen, ist, was passiert, wenn wir von einem Ausgangspunkt zwei Strahlen ausgehen lassen? Um das herauszufinden, zeichnen wir das Ganze. Einmal, wir wählen unseren Ausgangspunkt und nennen ihn beispielsweise S. Dann zeichnen wir mal einen ersten Strahl, den nennen wir A, und dann einen zweiten Strahl, den nennen wir B. Was nun passiert, ist, dass uns diese zwei Strahlen einen Winkel aufspannen. Und dieser Winkel gibt uns an, um wie viel wir Strahl A drehen müssen, um Strahl B zu bekommen. Dabei wird der Ausgangspunkt, der Scheitelpunkt genannt, und die zwei Strahlen nennen wir die Schenkel des Winkels. Unser Winkel wird nun mit einem sogenannten Winkelbogen versehen und im Normalfall mit griechischen Kleinbuchstaben benannt. Es gibt aber auch alternative Notationen, die ihr vielleicht in Büchern oder Ähnlichem kennenlernen werdet. Da wird der Winkel symbolisch angedeutet und es wird dazu geschrieben, welche Strahlen ihn einschließen. In unserem Fall sind das zum Beispiel die Strahlen A und B. Das heißt, wir würden dieses Winkelzeichen dazu machen und dann A und B dahinter schreiben, damit wir genau wissen, welcher Winkel gemeint ist. Das ist bei einem Winkel jetzt noch nicht so wichtig, aber wenn wir mehrere Winkel haben, ist es wichtig, diese auch unterscheiden zu können. Nachdem wir jetzt unseren ersten Winkel gezeichnet haben, wollen wir uns das Ganze auch noch praktisch anschauen. Dafür habe ich euch einen sogenannten Winkelmesser mitgebracht. Ein Winkelmesser macht im Prinzip nichts anderes als genau das, was wir gerade gezeichnet haben. Auch hier haben wir einen Scheitelpunkt und zwei Scheitel. Und dazwischen haben wir unseren Winkel. Hier können wir mal die Größe vom Winkel ablesen. Was die Zahlen uns sagen, ist momentan noch nicht so wichtig. Das besprechen wir im späteren Video noch einmal. Das Tolle an einem Winkelmesser ist, wir können damit jeden beliebigen Winkel abmessen. Das heißt, wir haben immer noch unsere zwei Schenkel und dazwischen unseren Winkel. Wir können das Ganze auch beliebig groß machen. Das heißt, wir können natürlich auch so drehen. Der Winkel ändert sich nicht. Es ist immer noch der Winkel zwischen diesen zwei Schenkeln. Und wenn wir jetzt immer weitergehen, sehen wir, dass wir hier zwei Winkel haben. Einmal den Winkel hier außenrum und einmal den Winkel hier innen. Der Winkel, den wir betrachten, ist immer noch der Winkel hier außenrum. Wie man das erkennt, schauen wir uns gleich an. Wenn wir sie komplett weiterdrehen, dann sind sie wieder übereinander und wir haben hier 360 Grad. Wie wir eben beim Winkelmesser festgestellt haben, gibt es immer zwei Möglichkeiten, wenn wir zwei Schenkel haben, den Winkel zwischen diesen zwei Schenkeln abzulesen. Um das ein bisschen besser zu verdeutlichen, haben wir euch jetzt zweimal zwei Strahlen aufgezeichnet, die gleich zueinander stehen. Einmal schauen wir uns dabei diesen inneren Winkel an, den nennen wir Alpha, und einmal schauen wir uns den Winkel außen an, den nennen wir Beta. Den inneren Winkel, das ist der Winkel zwischen M und N, und der äußere Winkel, das ist der Winkel zwischen B und A. Und wir gehen immer jeweils von dem ersten Schenkel, den wir nennen, zum Beispiel bei M und M ist es zuerst M, von M zu N, das heißt, wir schlagen hinauf. Bei B und A gehen wir von B zum Schenkel A, das heißt einmal rundherum. Normalerweise reicht es uns einfach zu schauen, wo unser Winkelbogen ist. Damit sehen wir schon relativ gut, welcher Winkel gemeint ist. Wenn wir es noch ein bisschen deutlicher machen können, können wir aber den ganzen Bereich schraffieren, den wir meinen. Und das nennen wir unser Winkelfeld. Schauen wir uns das Ganze am Beispiel Alpha an. Alpha ist der Winkel zwischen M und N. Das heißt, wenn wir dieses Winkelfeld einzeichnen wollen, dann schraffieren wir den ganzen Bereich zwischen M und N. Natürlich ist das unendlich weit, deshalb haben wir hier jetzt einfach nur einen Ausschnitt, ein Kästchen gezeigt, wo wir das machen. Während wenn wir den Winkel Beta betrachten, wir alles bis auf diesen Bereich genau dazwischen schraffieren, weil der Winkel ja von B zu A geht, das heißt, alles außerhalb betrifft. Das heißt, wir schraffieren auch alles außerhalb. Eine weitere wichtige Eigenschaft vom Winkeln ist, dass wir sie nach Belieben verschieben können. Wir können sie drehen und verschieben. Wir können den Winkel sogar wenden, das heißt, wir können sie einfach umdrehen. Winkel bleiben immer gleich. Wir haben immer noch unseren Ausgangspunkt S, also unseren Scheitelpunkt, und unsere beiden Schenkel A und B. Der Winkel Alpha bleibt immer gleich, egal ob wir ihn umdrehen, ob wir ihn verschieben oder ob wir ihn drehen.